Ich möchte heute gerne mal was zum Thema Krankschreiben bei Tinnitus sagen, beziehungsweise Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Tinnitus. Ich wurde nämlich gefragt, wie das bei mir ablief, wie lange ich krankgeschrieben war und wie ich das gehandhabt habe. Und darauf möchte ich heute mal eingehen in dem Video. Bevor es losgeht, denkt dran, Kanal-Abo dalassen, ja, und für diejenigen, die abonniert haben, auch die kleine Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer die Benachrichtigung über die neuen Videos, die ich hochlade. Aber zum Thema. Ich wurde von jemandem, der jetzt die dritte Woche krankgeschrieben ist wegen Tinnitus, gefragt, wie lange ich insgesamt krankgeschrieben war und wie ich das gehandhabt habe. Und ich kann nicht genau sagen, wie lange das insgesamt war bei mir. Es waren zusammengerechnet einige Wochen, die da zusammenkamen auf jeden Fall. Allerdings war ich nicht unbedingt sehr lange am Stück krankgeschrieben. Das war am Anfang mal der Fall, beziehungsweise ganz am Anfang habe ich mich eigentlich vollkommen davor gedrückt, mich krankschreiben zu lassen, weil ich immer gedacht habe, nee, es geht noch, ich mache weiter, ach, das geht schon mit dem Arbeiten. Und hat aber für mich nicht funktioniert, ja. Und irgendwann habe ich es dann eingesehen und habe mich krank schreiben lassen und bin ja dann auch nach einer ganzen Weile, weil es trotzdem noch immer schlimmer wurde, weil ich sehr schlecht damit umgegangen bin, für eine Zeit im Krankenhaus gelandet. Ich habe allerdings danach, nach meinem Krankenhausaufenthalt, habe ich mit meinen Arbeitgebern gesprochen damals. Das wissen vielleicht die meisten schon, die meine Videos regelmäßig verfolgen, weil ich darüber schon mal gesprochen habe, und habe denen erklärt, was mit mir los ist, und habe mit denen im Grunde so eine Übereinkunft getroffen, weil die auch gesagt haben, hier, kümmere dich um dich, dass du uns gesund bleibst oder gesund wirst wieder, dass ich mich quasi immer so, wie es gerade notwendig ist und wie ich mich fühle, arbeiten komme, beziehungsweise einfach mich krank schreiben lasse. Und das habe ich dann auch so gehandhabt. Ich habe quasi mit meiner damaligen Ärztin oder den Ärzten, ich war ja bei mehreren in Behandlung, das auch abgeklärt, und wir haben das immer so gehandhabt, wenn ich mich gut gefühlt habe, so gut gefühlt habe, dass ich arbeiten gehen konnte, und ich wollte ja auch ab und zu mal wieder arbeiten gehen, weil es für mich auch mal notwendig war, wieder nicht nur mit mir selbst zu sein und mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, sondern eben auch mal wieder abzulenken sozusagen, und Arbeit kann dafür durchaus ganz sinnvoll sein. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen, ihr kennt mich, ja. Jedenfalls habe ich das immer so abwechselnd gehandhabt und habe dann immer in mich reingefühlt, wie das gerade in meinen Genesungsprozess passt. Und da gab es halt Momente, in denen das wirklich gut gepasst hat und Momente, in denen das nicht gepasst hat, und je nachdem habe ich mich dann halt freistellen lassen oder bin arbeiten gegangen. Und es war quasi diese richtige Mischung, die das gemacht hat. Dann, es ist ein bisschen Achtsamkeit notwendig und ein bisschen Reflexion, Selbstreflexion ist da notwendig, weil wir tendieren doch oftmals dazu, und das gilt für mich und ich habe auch viele andere Leute kennengelernt, bei denen das ähnlich ist, uns nicht einzugestehen, dass es vielleicht jetzt gerade mal zuträglicher wäre, nicht arbeiten zu gehen. Und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, die Signale meines Körpers so zu deuten, dass ich das an der richtigen Stelle richtig einschätzen konnte und diese Entscheidung treffen konnte. Es war relativ unproblematisch, das zu machen, weil halt die Menschen um mich drumherum, also meine Ärzte und meine Arbeitgeber und meine Kollegen, Verständnis dafür hatten. Und ich würde auch nicht für die Leute arbeiten, wenn die kein Verständnis für sowas hätten, ja, davon mal abgesehen. Weil viele immer sagen, na, das geht nicht, meine Chefs wollen das nicht und sowas. Na dann, scheiß auf die Chefs. Also ganz ehrlich. Aber ich kann nicht sagen, wie oft ich insgesamt krankgeschrieben war, wie viele Tage das jetzt waren. Es waren einige. Und immer auch mal mit Urlaub dazwischen und sowas. Also irgendwie haben wir das immer. Das war aber auch irrelevant irgendwie, das hat keinen so wirklich interessiert, ob ich da jetzt mal so und so lange krankgeschrieben bin. Das Wichtigste war einfach allen Beteiligten, dass ich wieder fit werde, ja, und dass ich den optimalen Weg dadurch finde. Und ich habe das Gefühl, dass viele ein schlechtes Gewissen deswegen auch haben, ja, aber das
auch ihren Arbeitskollegen gegenüber vielleicht und sich da verantwortlich fühlen und so. Aber das ist halt auch eine Frage der Priorisierung. Ja. Für mich war es halt am wichtigsten, diese Genesung nach oben zu priorisieren und die anderen Sachen hinten anzustellen. Und dazu gehörte eben auch die Arbeit. Abgesehen davon muss ich sagen, war mir auch niemand böse. Jeder hatte da Verständnis für und hat mich da unterstützt. Und ich habe auch viele Arbeitskollegen besucht, immer mal wieder und mir da geholfen, mich auf dem Laufenden gehalten, was so die Situation auf Arbeit betrifft und sowas. Also das war alles top. Aber nochmal, ich weiß nicht, wie lange genau, es waren einige Wochen, vielleicht sogar Monate, die ich krankgeschrieben war, insgesamt zusammengerechnet über diese 1,5 Jahre hinweg immer mal wieder. Natürlich gegen Ende raus weniger als am Anfang, weil ich da auch den Dreh besser raus hatte, meinen Alltag in den Griff zu bekommen und meinen Alltag so zu gestalten, dass ich eine gute Balance finde zwischen beschäftigt sein und mich um mich selbst und meine Gedanken zu kümmern, seltsame Geräusche hier. Ja, also die richtige Balance war dann irgendwann wichtig für mich, dass ich quasi meinen Alltag so im Griff habe, dass es meiner Gesundheit zuträglich ist, sag ich mal. Ja, also mich nicht wieder wie wild in die Arbeit stürzen und wieder alles vergessen, was passiert ist, aber auch nicht irgendwie gar nicht mehr arbeiten und mich nur noch um die Sachen in meinem Kopf zu kümmern, was da. Also es ist eine Balance notwendig, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen. Für mich war das so. Also seid auch vorsichtig mit solchen pauschalen Aussagen von manchen Menschen. Ich weiß, die gibt es immer wieder, dass Leute sagen, lass dich krank schreiben, anders geht's nicht. Oder sagen, nein, geh weiter arbeiten, du musst dich ablenken, anders geht's nicht. Die Wahrheit liegt dazwischen und die ist individuell für jeden passend. Ja? Also guckt, wo euer Maß dafür liegt, wo der optimale Weg für euch liegt. Und macht euch vor allem nicht Gedanken wegen irgendwelchen Zahlen. Ich bin jetzt 3 Wochen krankgeschrieben oder ich bin jetzt 5 Wochen krankgeschrieben oder sowas. Boah, das ist doch völlig irrelevant, ja. Wichtig ist, wie man so seinen Genesungsprozess gestaltet und wie man es am optimalsten schafft, wieder gesund zu werden. Was für Zahlen noch immer dahinter stehen. Ja, also mir war das völlig, völlig egal. Ja. So. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Denkt an die Kanalmitgliedschaft, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr den Kanal supporten wollt. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag.